Abendmahl bedeutet für mich Gemeinschaft. Abendmahl heißt für mich Gemeinschaft und Zusammenhalt. Abendmahl ist für mich neben dem Gebet die innigste Verbindung zu Jesus Christus und Gott. Hey ihr, da sind wir wieder. Der dritte Upload ist da. Cool, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Aber bevor es losgeht, noch wie immer ein kurzer Werbeblock. Folgt uns auf Instagram. Ihr findet uns unter @upload.vid. Heute geht's bei uns ums Abendmahl. Jesus hat mit seinen Leuten zum letzten Mal zusammen zu Abend gegessen. Am nächsten Tag war er tot. Er verteilte Brot und Wein an alle am Tisch. Dann sagte er, das ist mein Leib und Blut, was ihr da gerade esst. Ziemlich komische Geschichte, aber eine, die unzählige Menschen bewegt hat. Kommt mit, wir schauen uns die Geschichte einmal an. Hallo, du bist endlich aufgewacht. Ja, hi, und wo bin ich jetzt hier? Du bist in dem Dorf, wo Jesus gerade ist und oben sei mit seinen 12 Jüngern das Abendmahl feiert. Ah, krass. Ja, ich kann dir ja mal direkt da schon mal das Dorf zeigen, damit du dich ein bisschen auskennst. Ja, gerne. Und das habt ihr jetzt alles selbst gebaut? Ja, das haben wir alles selbst improvisiert sozusagen. Wir haben uns das an dem Bild orientiert und haben oben, das werden wir gleich sehen, das Bild so gut wie möglich nachgebaut, auch mit dem Hintergrund, die Landschaft im Hintergrund, und haben davor noch ein kleines Dorf gebaut. Okay. Wie wir denken, es hätte damals aussehen können. Ja, hier ist ein kleiner Eselstall oder Esel von Jesu, der gerade angekommen ist. Lass mich raten, der da oben ist von Jesus, der schwebt. Ja. Ja, hier ist die Rezeption. Mhm. Und wenn du dann hier weitergehst, kommen wir zu dem hauseigenen Museum. Mhm. Da bin ich gespannt. Hier, ich kann dir ja mal ein paar Museumsstücke zeigen. Apfel der Weisheit, ja. Ja, den haben wir hier auch. Kann man den auch rausnehmen? Ja, aber das ist eigentlich nicht erlaubt. Ja, okay. Ich lasse es jetzt mal bei Ihnen gelten. Das sind die 10 Gebote. Ja, von denen habt ihr das gehört. Ja, Jesu-Sandalen, die haben wir oben aus dem Zimmer von Jesu, aber ich glaube, das stört. Den geklaut, ja, okay. Ich verstehe schon. Ja. Oder den Heiligen Gral. Das der war sehr schwierig. Ja, das war sehr schwierig, den zu beschaffen. Und als Willkommensgeschenk von Jesu höchstpersönlich seine Vorhaut. Hier der hauseigene Weinkeller. Also das ist wirklich ein exklusives Hotel, nur für die besten Gäste. Ja, und wenn sie dann hier weitergehen, ja, cool. Da sitzt gerade Jesu mit seinen 12 Jüngern und isst sein letztes Mal Abendmahl am Speisen. Sie können es auf sich wirken lassen. Ja. Das Abendmahl ist für mich die Erinnerung an Jesu Abendmahl mit seinen Jüngern, die Gemeinschaft mit anderen Christen und die Erinnerung an Jesu Versprechen, dass wir durch ihn leben werden. Abendmahl bedeutet für mich Gemeinschaft. Wisst ihr, wir bereiten uns so viel Essen zu. Einen Teil schmeißen sogar einfach wieder weg, obwohl man ihn noch essen könnte. Wie ihr ja alle wisst, gibt's auch viele Menschen, die nicht so viel haben wie wir. Und wir teilen nicht mit ihnen. Jesus hat sein Essen geteilt. Wenn wir unser Essen teilen, sind auch wir wie Jesus, ihm ein Stück näher. Genauso wie beim Abendmahl. Dabei geht es ums Miteinander teilen, ums Miteinander essen. Übrigens, seid ihr nicht auch der Meinung, dass das Abendmahl schon ein ziemlich paradoxes Wort ist? Ich meine, es wird weder abends gefeiert, noch ist es ein richtiges Mahl. Ob es jetzt Abendmahl oder vielleicht Morgensnack genannt wird, kann jeder für sich selbst entscheiden. Das kennt ihr doch bestimmt auch. Wenn ihr am Sonntagmorgen in die Kirche geht und noch nichts gefrühstückt habt und gerade am Verdursten seid, bekommt man immer nur das eine kleine Stück Brot und den einen kleinen Schluck Saft. Aber ist das Abendmahl wirklich dafür da, dass wir uns satt essen? Ich finde, es ist eher dafür da, um uns bewusst zu machen. Seid jetzt mal ehrlich, denkt ihr nicht auch, dass ein größeres Abendmahl seine Bedeutung verlieren würde?
Wie schon gesagt, weniger ist mehr. Das Schöne am Abendmahl ist doch, dass man etwas mit anderen Menschen zusammen macht, die man vielleicht noch nie gesehen hat. Wurdest du auch schon mal gefragt, warum du beim Abendmahl mitmachst? Was hast du geantwortet? Schämst du dich vielleicht dafür oder hast du sogar Angst, dass sich andere über dich lustig machen? Zweifelst du an deinem Glauben? Hab keine Angst. Du brauchst dich nicht dafür zu schämen. Steh dazu, dass du zum Abendmahl gehst. Hab Spaß daran und genieße den Moment der Gemeinschaft. Aber halt, das heißt nicht, dass du immer zu 100% dabei sein musst. Du darfst Zweifel haben. Das ist gut und richtig so. Vielleicht löst dieser Zweifel etwas in dir aus, was deinen Glauben bestärkt. Also steh zu deinem Glauben und lass dich von nichts und niemanden unterkriegen. Abendmahl ist für mich so eine Art Reset-Knopf für mein Leben. Gott drückt diesen Reset-Knopf. Er erinnert mich daran, dass ich zu seiner Familie gehöre und egal was passiert oder was ich auch tue, er mich immer wieder einlädt an seinen Tisch. Abendmahl ist für mich was Schönes, denn man kann es mit ganz vielen Leuten teilen. Für mich bedeutet Abendmahl, gemeinsam mit Menschen an Gott denken, unseren Glauben zu leben und gemeinsam zu stärken. Tja, wegen Corona können wir im Moment nicht wie sonst das Abendmahl feiern. Aber eins kann ich euch sagen, ich freue mich schon auf das nächste Mal. Und das war's heute von uns. Lasst einen Kommentar und Abo da und folgt uns auf Instagram. Ihr findet uns unter @upload.wied. Bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit und bleibt behütet.